So, moin Leute, grüßt euch, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einem neuen Projekt und zwar hier beim Bausimulator. Herzlich willkommen, allererste Folge, beziehungsweise theoretisch die zweite, denn wir sehen's, ich bin hier gerade schon in einem Auftrag. Das Tutorial habe ich überspielt, also ich habe es zwar gemacht, aber ich habe es nicht aufgenommen, weil ich mir dachte, das haben wir alle schon zur Genüge gesehen. Ich habe aber schon eine Folge eigentlich aufgenommen, aber leider hat mein Mikro da gesagt, nee, habe ich auch so keinen Bock drauf. Es war komplett übersteuert, das wollte ich euch nicht antun, deswegen starten wir jetzt quasi mit der zweiten Folge. Und sind deswegen auch schon, ja, im Prinzip an der Baustelle und ich habe auch die Arbeitsmaterialien bereits abgelegt, also die Bauelemente hier hinten und die Baustoffe. Aber jetzt fangen wir natürlich an, hier die Garage zu bauen und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Ich habe nämlich richtig Bock, hier eine geile Firma aufzubauen. Und wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Also, als erstes müssen wir natürlich hier die Bauelemente einfügen. Ich habe mir gedacht, ich miete dazu nicht den großen Kran, der da hinten links in der Ecke wäre, sondern ich nehme hier den Peilfinger von unserer Zugmaschine, die ich gemietet habe, für diesen Auftrag. Da hinten steht auch der Auflieger. Den habe ich da mal abgestellt. Und ich weiß nicht, dafür brauche ich jetzt nicht extra noch einen Kran mieten. Der hier ist ja extra groß, ne? Der ist ja groß, lang, wie auch immer, der Auslieger hier. Mit dem können wir das ja super machen. Das, man muss halt nur ein bisschen mit der Steuerung aufpassen, ne? Die ist so ein bisschen teilweise ruckartig. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen drehen. Aber es macht Spaß, muss ich sagen, Leute. Es macht wirklich Spaß. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch habt und wie ihr das so findet. Wie gesagt, es ist steuerungstechnisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig teilweise. So, wir versuchen das mal hier vernünftig einzufügen. Noch ein bisschen runter. Oh, wo willst du hin? Diese Taste wollte ich drücken. Perfekt. Erstes Teil sitzt. Sehr schön. Wie gesagt, Tutorial habe ich durchgespielt, aber auch nicht aufgenommen. Wir kennen es ja mittlerweile alle, ne? So, die zweite Wand, das ist die hintere. Das sehen wir hier an der Tür und natürlich auch an der Markierung dort, an der hervorgehobenen. Einmal drehen das Ganze. Ich habe mich jetzt ehrlicherweise noch nicht damit beschäftigt, ob hier die Seitenkonsole funktionieren würde, die Seitec. Damit wäre es vielleicht sogar ein bisschen smoother. Oh, 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 oh. Sorry, sorry, hat keiner gesehen. So, hier, Baumeister Dennis ist am Start. Na, ich find's irgendwie ganz cool. Es macht irgendwie schon Laune. So. Das Einzige, was ein bisschen... Na? Geht das Ding da nicht raus? Doch, jetzt. Was ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Kurios ist hier, es ist der... Es ist die Ampeln. Die Ampelschaltung. Ihr habt es in anderen Videos bestimmt auch schon gesehen. Man hat hier eigentlich gefühlt Dauerrot. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hin und wieder auch mal... Vielleicht auch hin und wieder häufiger... die Schnellreise nutzen. Zumindest zu den Plätzen, die wir schon erkundet haben. So, guck mal, genau dafür habe ich nämlich so einen Kran geholt. Den großen. Das passt natürlich perfekt. So. Oh, falsche Richtung. Einmal drehen. Bisschen einfahren wieder. Und ich finde, so schlecht mache ich das gar nicht. Natürlich nicht hundertprozentig genau. Ja, E-Voice. So, da ist egal, wo ich die hinschmeiße, weil sind beides die gleichen. Wie sehe ich das ja, ne? Sieht so aus. Nee, das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich so rum. So.
Es ist halt mal was anderes, ne? Als immer nur der LS. Muss auch mal sein, finde ich. So, müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Da müssen, ach, diese Metallgitter, ne? Wie heißen die nochmal? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Tatsächlich. Muss ich gleich nochmal eben nachschauen, beziehungsweise es wird uns ja gleich angezeigt werden. Wie heißen die Dinger nochmal? Okay, das Gespann von Zugmaschinen und Materialauflieger brauchen wir nicht mehr. Du kannst beide über das Fuhrparkmenü deiner Firma zurückgeben. Nun benötigen wir etwas zum Betonieren. Ach so. Die brauche ich noch gar nicht. Aber hey, guck mal, es gab 72.000 Euro. Oder was auch immer. Für eine Währung, das hier ist. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, schade. Ich fand ihn ganz cool. Merken wir uns. Muss ich denn jetzt überhaupt, warte mal. Firma. Fuhrpark. Ah ja, hier. Zurückgeben. Ah, den muss ich wahrscheinlich erst zusammenklappen, korrekt, ne? Und in den Fahrmodus sozusagen setzen, kein Problem. Dann machen wir das mal. Soweit ich es richtig weiß, muss man die auch wirklich immer in den richtigen Zustand wieder zurücksetzen, damit man die überhaupt zusammenklappen kann. Okay, und jetzt können wir den zurückgeben, ja? Ist das korrekt? Nee, können wir nicht. Vielleicht, weil ich da drin sitze. Ah ja, jetzt kann ich den zurückgeben. Okay. 2324. Na gut. Betontransport. So, warte mal. Was war denn jetzt der Auftrag? Jobs. Was hat denn der Kollege gerade gesagt? Fahr zum Kieswerk und befülle den Betonmischer. Okay. Gieße Beton in die Schalung der Decke auf der Baustelle. Beton ist im Kies. Ja, okay, das haben wir gerade schon gehört. Okay, wir brauchen einen Betonmischer und wir brauchen eine Betonpumpe. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal zum Garagenbau. Wo war denn jetzt nochmal? Habe ich den noch gar nicht entdeckt? Fertigwandfabrik? Da waren wir schon mal, das ist korrekt. Ach so. War ich da noch gar nicht? Ist das nicht hier? Bauhof? Warte mal, ich laufe mal dahin. Müsste ja jetzt hier runter sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Hatte ich den noch gar nicht entdeckt, wa? So, Entschuldigung. Ey. Nicht so frech, junge Frau. Du auch nicht. Hallo? Was ist denn hier los? Ich habe keine Zeit. Sei froh. So, nee, Quatsch. So, schauen wir mal. Hier müsste das doch sein. Fahrzeughandel. Reifel-Fahrzeughandel. Sehr gut. Aber wie entdecke ich den denn jetzt? Warte mal. Damit der auch auf der Karte erscheint. Wo ist denn die Karte nochmal? Hier. Ach so, die. Das ist ein anderer Ort. Was ist denn das? Da unten? Ah, eine Tankstelle. Okay. Gedrückt halten. So, jetzt brauchen wir, wie gesagt, einen Betonmischer. Hier. Ah ja, okay, wir haben verschiedene. Wir haben hier einen von Scania. Oi. Dann haben wir hier einen von MAN. Und auch eine Betonpumpe von MAN Liebherr. Okay, sieht auch wild aus. Hier haben wir auch einen Betonmischer. Hier hätten wir auch einen. Aber hier haben wir zum Beispiel keine Betonpumpe. Ich meine, ist jetzt nicht so wild. Wir können auch eine andere Marke nehmen. Das ist ja. Kosten die denn alle gleich? 4.000? Oh, 2700 nur. Was kostet der hier? Auch 2,7.
Weißt du was? Dann nehmen wir jetzt hier mal einfach. Nehmen wir mal den hier. Machen wir mal einfach. Nicht, weil ich irgendwie ein Scania-Fan bin oder so. Nehmen wir einfach den hier. Und Betonpumpe. Gucken wir gleich nochmal. Ich würde sagen, den nehmen wir als erstes. Mieten. So. Perfekt, nun brauchen wir Beton. Erinnerst du dich noch an das Kieswerk? Gleich am Eingang befindet sich das Betonsilo. Erinnere ich mich nicht mehr, aber ich werde es finden. So, wir brauchen einmal Licht. Und wir brauchen natürlich Rundumleuchte. Brauche ich noch irgendwas? Was ist das hier? Ah, ne, befüllen. Ach so, jetzt brauche ich gar nicht dahin fahren und könnte so befüllen, ne? Nee, das mache ich lieber nicht. Das ist bestimmt teurer, als wenn ich es dort abhole. Gut, Abfahrt. Ja, jetzt hier wieder geht das mit der Kamera nicht, ne? Na, das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlicherweise. Jetzt geht's wieder. Oh, das war jetzt aber knapp. Ach ja, wow. Da hat doch dieser Streifen da, der da auf dem Boden rumfliegt, gerade noch in die Richtung gezeigt. So. Gib Gas. Das meine ich mit roten Ampeln, ne? Oh, ich stehe auch irgendwie völlig verkehrt hier gerade. Ach, der muss bestimmt hier lang, oder? Nee, Gott sei Dank. Warte, mein Freund, stopp. Erst ich. Also ich glaube, da werden wir über kurz oder lang zwischendurch auch mal über Rot fahren. Weil das ist sonst an jeder Kreuzung so. Und vor allem so lange. So. Das wollte ich nicht sehen. Da habe ich direkt erstmal eine Taste gedrückt. Geht gut los. Und das ist auch noch ein Mietsfahrzeug. Ach, hey. Das wird teuer, Freunde. So, fahr. Ah, das nervt so ein bisschen hier mit der Maus. Müssen wir mal gucken, woran das liegen könnte. Ob das vielleicht mit der anderen Maus besser läuft. Weil bisher habe ich von niemandem gehört, dass er da Probleme hat. Das ist irgendwie nur bei mir so. Wie gesagt, das könnte natürlich dann am Ende des Tages auch an der Maus liegen. Ne, jetzt zum Beispiel wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Drückt die ganze Zeit und es lüppt nicht. So, wir fahren mal hier auf die Überholspur. Wir haben mal keine Zeit, ne? Eieiei, Reißverschlussverfahren, mein Freund. Bleib stehen. Oh, ich habe keine Zeit. Sorry. Den schaffe ich noch, Freunde. Den schaffe ich noch. Ich muss Gas geben. Wir haben keine Zeit. Wir wollen auch ein bisschen was sehen hier in der Folge, ne? Okay, hier müssen wir rechts runter. Ist gar kein Problem. Meter noch. Sehr gut. Grüße, Freunde. Wir kennen uns doch noch. Da müssen wir hin. Gut. Dann machen wir das. Stopp. Achso, ich muss gedrückt halten, okay. Ach, guck mal, ich habe auch richtig geparkt hier. Hey.
haben wir jetzt bezahlt? 17.625. Warte mal. Und hier im Menü stand vorhin 21.000 irgendwas, ne? Wenn ich das hier jetzt entleeren würde, würde ich nur 8.000 wiederbekommen. Na, fast 9.000. Aber das ist ja frech. Ich veredel das Ganze doch jetzt hier gerade. So, ab zurück zur Baustelle. Das macht schon Spaß irgendwie. War schon sehr cool gemacht. Also man könnte natürlich jetzt auch sagen, halte ich komplett an die Verkehrsregeln und so weiter. Aber ich sag's mal so, wir würden nicht vorankommen, ne? Das ist halt das Problem. Wir würden wahrscheinlich pro Folge einmal von A nach B fahren, vielleicht einen Betonmischer entleeren und das war's dann wieder, ne? Also mir darfst du auch keinen LKW geben, du. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen vernünftig zu fahren. Mal gucken, wie lange das anhält. Also zumindest so, dass ich nicht in den Leitplanken bretter. Ich gebe mir Mühe. Hände am Lenkrad auf 10 und 12 Uhr. Aber überholen darf ich trotzdem. Hallo, hallo, hallo. Warum? Wofür? Dann muss ich mal meinen Buchhalter anrufen und nachfragen. Bleib stehen. Danke. Irgendwie passt die Deadzone auch noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Er lenkt ein bisschen spät. Aber gut. Das ist kein Grund für das in die Leitplanken fahren. Das sieht schon schick aus, ne? Mit den roten Lichtern da am Horizont und den entgegenkommenden hellen Lichtern. Schon ganz cool gemacht. Dabei ist... Hä? Ha, oh, ich muss da raus. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Oh ne, von innen kommt nichts. Warte, 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 warte. Die verschwinden hier. Die sind quasi nur... Ja, tragen nur zur Atmosphäre bei. Die fahren gar nicht wirklich. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Ist eine gute Idee eigentlich. Schon die Performance. Sieht aber vom Grundsatz her eigentlich erstmal ganz gut aus. So. Rote Ampel, jetzt habe ich wieder das mit der Maus und der Kamera. So, wer darf jetzt? Ich oder die anderen? Die anderen, hier. Da ist gerade grün. Dann sind wir als nächstes dran. Los! Okay, jetzt müssten wir dran sein. Na? Ja. Da haben wir es wieder. Das ist auch so eine Reihumschaltung, oder? Kann das sein? Ja. Also sieht so aus. Immer so im Kreis. Wild. Stell dich mal vor, das wäre in echt so. Da sind wir am Ziel. Dann würde ich sagen, sind wir... Diese Aufgabe brauchen wir eine Betonpumpe. Du weißt ja inzwischen, wo die Baumaschinen herbekommst. Ja, weiß ich. Alles gut. Danke dir, Harpe. Sehr freundlich. Dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier, ja, Beton gießen. Auf diese
wunderschöne Garage. Nee. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, Freunde. Macht's gut.